Tag Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Sunshine. Wir begeben uns direkt in das Level Lido Sirena hinein und folgen uns über Kapitel 6, säubere Lido Sirena. Und ich freue mich im Grunde genommen überhaupt nicht, denn diese Mission ist nicht nett. Wie man sieht, wir haben ein kleines Elektro-Schleim-Problem in Form eines riesigen Buchs. Die Idee finde ich nett. Die Aufgabe nicht. 3 Minuten Zeit. Ja. Elektroschleim weg. Putzen. Und zwar möglichst rückstandslos. Und in dieser Mission zahlen sich die Fässer mal wieder aus. Wenn man sie präzise setzt, heißt das natürlich nur. Das heißt, für mich zahlen sie sich schon mal nicht aus. Denn ich kann nicht mit den Teilen umgehen, wie man hier sieht. Möglichst natürlich in die großen Flächen rein. Und die beiden kümmern wir uns später. Wieder eben auf den Schleim rauf. Kam. So müssen wir den Strand sauber machen. Hier vorne die Gegend. Bisschen in den Schleim laufen. Ich habe diese Mission immer das, weil ich sie nie hinbekommen habe, so richtig. Also wir müssen sie nicht komplett entfernen schreiben. Aber ein Großteil. Und das ist schon schlimm genug. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar so sinnvoll wäre. Einfach die Gegend so drehspringen. Und dann einfach damit großflächig sauber zu machen. Und dabei möglichst viel nicht ins Feuer springen. Sieht doch schon relativ sauber aus, muss man sagen. Wir haben hier sogar noch ein paar Fässer, die man verschwenden kann, wenn man möchte. Wie ich gedacht habe, verschwenden. Jetzt kommt nur das Problem, dass man halt möglichst rückstandslos arbeiten muss, weil man wirklich einen Großteil halt sauber machen muss. Wir haben es geschafft, wenn die Zeit stehen bleibt. Hier oben ist eigentlich kein Schleim mehr, das heißt, wir müssen hier noch was wegmachen, genau. Und dann wahrscheinlich da unten am Strand noch ein bisschen. Und das war schon eine Mission. Jetzt kümmern wir uns nochmal um euch. Was hast du denn zu sagen? Du hast mich gerettet. Danke sehr. Und eine Baumünze mehr für uns. Was hast du denn für uns? Werden wir dich retten? Eine Baumünze für uns. Ja, diese Mission hat halt wirklich noch einiges zu bergen, wenn man weiß, was. Und die Blaumünze, da hatten wir schon, da gab es nämlich auch eine, wenn man das Schiff verspritzt. Die hatten wir irgendwann früher schon mal geholt. Und was hast du denn für uns? Auch eine Blaumünze. Wie man sieht, ein, ja, relativ gutes Level zum Blaumünzen sammeln. Eine bessere Chance für diese 4 Blaumünzen gibt es eigentlich gar nicht. 2 davon kriegt man, glaube ich, auch schon theoretisch beim Manta, wenn man sich da um unsere Gäste kümmert. Oder man holt sich jetzt eben alle. Dann haben wir insgesamt schon 2 Drittel der Münzen zusammen von Lido Sirena und fragen mal unseren lieben Hotelbesitzer. Wow, so großartig. Ich dachte nicht, dass du es schaffst. Wundervoll, Mario. Und danke für die Insignie. Das war jetzt natürlich schon mal ein schöner Anfang für den Part. Eine Insignie, 4 blaue Münzen. Wir haben jetzt 70 Insignien. Wenn man die Insignien abrechnet, die man durch blaue Münzen bekommt, fehlen uns jetzt nur noch 26. Also langsam nähert sich das Ganze dem Ende an. Aber die blauen Münzen werden noch Zeit fressen. Teilweise, ich sehe das schon kommen. Und vielleicht ja auch die nächsten beiden Missionen. Wir haben schließlich noch 2 Stück und wir müssen noch 400 Münzen sammeln. Lido Sirena zeigt uns das nächste Mal wieder Mario Morgana, welcher
diesmal ins Hotel eincheckt und eine der schwereren Mario Morgana Missionen anbietet, diesmal. Sie ist verhältnismäßig schwer für Mario Morgana Missionen, aber da Mario Morgana Missionen an sich extrem einfach sind, ist der Gesamtschwierigkeitsgrad nicht gerade hoch. Erstmal holen wir selten das nach zweimal nach der Zeit abgeleitete große M ab und freuen uns über die 21. blaue Münze dieses Levels und freuen uns über haufenweise Beschwerden mal wieder. Die beschweren sich wegen dem Geistervorkommen in dem Hotel und da ist ein Störenfried, der uns ähnlich sieht und den sollen wir natürlich beseitigen, wie immer. Das heißt, wir kümmern uns natürlich um Mario Morgana. Ja, wenn er stehen bleibt, Vorsicht, das ist eine Falle. Die stehenbleibenden Mario Morgana, wie der hier, sind Geister. Der hier auch. Ist er hier reingegangen? Hallo? Anscheinend nicht, da die Musik aus ist. Ich habe ihn gerade irgendwo gehört, er ist wahrscheinlich irgendwo hier in der Gegend. Um die Kreuze kümmere ich mich gleich. Der ist wieder runtergegangen. Komm schon, Geisterchen. Jetzt schnell gesprungen. Wieder runter. Nein, ist ja nichts. Dann suchen wir ihn mal. Das Problem ist halt wirklich hier, dass er verwirrend ist. Seine Route kann man schwer nachvollziehen teilweise. Und zudem gibt es halt auch die Geister, die sich gern mal tarnen. Und gar nicht mal so harmlos sind. Zudem rennt auch gerne ins Zimmer rein, wie man sieht. Und da hat man im Grunde genommen schon verloren, weil einen dann erwischt, wenn er rausrennt. So. Ja, ich springe auch, wenn ich immer so rein, dass ich Schaden nehme. Ich wollte gerade sagen, nimmt er überhaupt noch Schaden? Immer nur auf den, der sich bewegt, zielen, die anderen sind wie gesagt Geister. Weil hier rennt er von einem Zimmer zum anderen, wenn ich mich nicht irre, genau. Und ist hier wieder raus dann. Und wieder da unten. Nichts hier unten. Schade. Dann ist er wohl oben, wenn er nicht unten ist. Oder er ist umso weiter unten. Ich höre ihn doch leicht. Ich sehe ihn doch auch. Ich sehe. Kommt mir so vor, dass er ständig irgendwie unverwundbar ist seit langem. Naja. Ja, wir sind nervig und freuen uns über eine weitere Insignie der Sonne. Und ignorieren sie. Denn wir haben hier ein rotes Kreuz, welches erscheint in irgendeinem Zimmer. Ich kann leider nicht sagen, welchem. Ach, da ist sie. Sehr gut. Also doch nicht in einem Zimmer. Da eben haben wir auch nochmal einen nach. Zweimal nach der Zeit ableitetes M gesehen. Das holen wir uns natürlich auch gleich. Ich glaube, das verwirrt die Leute eigentlich nur noch mehr als das Mühe als Bezeichnung. Ja, ich sehe schon, das wird eine sehr blöde Mission, diese blauen Münzen zu sammeln. Aber in dieser Mission kriegen wir einen relativ großen Teil der blauen Münzen zusammen. Ach komm schon. Einmal die Treppen hochrutschen und daneben springen, typisch. Dann holen wir uns jetzt mit dieser blauen Münze. Hallo, Geist. Ich sehe schon kommen, dass wir jetzt in diesem Level wegen den blauen Münzen ewig sitzen werden. Ja gut, in dem Treppenhaus kann man nicht in die Kamera einladen. So. In die Mario-Perspektive wechseln. Wahrscheinlich, um das Problem zu beheben, dass man dann wahrscheinlich irgendwelche Grafikprobleme hat, weil das ja irgendwie so eine Grafik-Sonderzone schon ist auch, weil man Ebene wechselt. Und da auch die Ebene wahrscheinlich dann teilweise neu geladen werden muss. Sieht zumindest mal so aus, als wird das passieren, dass alles neu geladen wird. Sonst haben wir eben auch schon
vielleicht anzeigen können, dass hier oben die Blaumünze kommt und nicht irgendwie am Nichts erscheint. Und es laggt gerade. Hallo Geister. Wir wollen wieder in das Dachgeschoss, wo man sich irgendwie wie als Pac-Man fühlt, finde ich zumindest. Weil hier sonst auch noch Geister rumlaufen, wir rennen mit Geistern, in dem es laggt. Na gut, das ist jetzt gerade typisch Pac-Man, man hat schon gesehen, wo ich hin will. Zumindest wo ich wahrscheinlich hin möchte, nehme ich mal wieder zu dem M und was laggt hier denn so gerade? So schlimm. Dann müssen wir wohl hier lang? Fragezeichen. Den innersten Weg sieht gut aus. Der andere wäre auch gegangen, typisch. Jo, dann haben wir auch diese Blaumünze. Und wir geben uns erstmal wieder nach unten. Und zwar noch weiter nach unten. Denn auch hier gab es irgendwo Zeichen, da hinten das Dreieck. Ich würde gerne hier etwas stehen und warum leckt das jetzt mal im Ernst? Das ist nicht nett. Wie man sieht, das erscheint etwa an derselben Stelle, nur weiter drunten. Ja, und das wird wahrscheinlich nichts. Ja, es wurde nichts, wer hätte das gedacht. Aber noch schwerer ist die andersrum. Nach unten das Ganze. Und man fragt sich natürlich, warum soll das schwerer sein? Einfach springen. Und dann holen, aber die ist gar nicht mal so lange erscheint. Also ist sehr schnell wieder weg und daher gar nicht mal so harmlos, wie sie aussieht. So, jetzt versuchen wir natürlich wieder nach oben zu gelangen. Jetzt, wo die Legs auch schon scheinbar weg sind, oder kommen sie wieder? So, 170 blaue Münzen haben wir jetzt. Wir werden die 17. der blauen Münze signieren und es fehlen noch 3 Stück. Aber ich würde sagen, die holen wir nicht jetzt, sondern jetzt holen wir uns unsere Insignie ab und das wirkt wirklich schlimm. Ach ja. Wahrscheinlich wirkt es nur gerade während der Aufnahmen und am Ende im fertigen Video ist nichts mehr davon zu sehen. Ich hoffe es ehrlich gesagt. Wir wagen uns dann einfach mal, ja, in das 8. Kapitel hinein. So, ich hab daneben. Dachte, ich werde irgendwie unter der Farbfläche gelandet und kann jetzt hier durch alles durchlaufen. Wie damals bei unserem lieben Glitch-Part Nummer 50. Wir sammeln uns erstmal die roten Münzen im Hotel. Die, ja, letzte der normalen Mission hier. Das lang ersehnte 8. Kapitel, das geht ja heute sehr schön durch, das Hotel. Ich meine, Statistik gesehen haben wir auch jetzt schon das Hotel halt, wie gesagt, fast komplett. Es fehlt nur noch 100 Münzen und 3 blaue Münzen und halt dieses Kapitel. Ja, nun sollte ich langsam auch mal beginnen nachzudenken, welche 3 blauen Münzen uns noch fehlen. Wahrscheinlich sind es irgendwelche total absurden, die ich einfach im Laufe der Zeit vergessen habe. Die werde ich dann halt irgendwann mal offscreen suchen und nachholen. So, jetzt die roten Münzen. Ich weiß ehrlich gesagt die Route nicht mehr. Wenn ich mich recht erinnere, waren die halt einmal quer verteilt durchs Hotel. Und deshalb auch diese Riesenzeit, und zwar auf der Frauentoilette rein. Oder? Genau. Dann war es, glaube ich, so, dass man den Weg aus Kapitel 3 nochmal entlang gehen sollte. Komm schon. Weil hier irgendwo welche waren. Also gehen wir wieder einmal hier entlang. Und auch wieder durch, natürlich wie damals
auf und... Ja, hier haben wir jetzt ein totes Ende. Logischerweise, weil wir da ohne die Geister von früher nicht mehr hochkommen. Zumindest nicht gerade sinnvoll hochkommen. Aber... Das sollte uns kein Problem darstellen, dann gehen wir eben hier nach oben. Bisschen anders. Und gelangen wir in dieses nette, cool Eckchen hier. Und ich würde sagen, gehen hier raus. Ja, geht auch sogar noch. Hier ist auch einfach eine. Das ist ein Stockwerk tiefer auch noch einfach so eine. Ach ja. Das ist ja nett. Fehlen nur noch zwei. Spontan vermuten würde ich einen auf jeden Fall auf dem Dachboden. Und da. Gut zu wissen. Aber hier ist wie immer alles abgeschlossen. Das heißt, wir müssen über das Dachboden an diese Stellen gelangen. Wie damals auch in der Mission mit Yoshi. Oh, diesmal halt ohne Yoshi, dafür aber auch hier oben ohne Geister. Wir müssen logischerweise irgendwo hier runter. Da vorne schätze ich dann mal. Sieht ganz gut aus. So, jetzt haben wir unsere siebte Münze und unsere achte fehlt uns noch. Haben wir es gesehen? Nein, habe ich nicht. Gut, gab es hier sonst irgendwas? Vielleicht in diesem Zimmerchen. Hier drunter war das Pool-Eckchen, oder? Ja. Gut, und hier war auch nichts mehr.